Einen wunderschönen guten Morgen aus Paris. Heute habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Guten Morgen. Am besten erzählt ihr einfach selbst, wie ihr heißt und warum ihr dabei seid heute. Ja, ich bin die Ingrid und ich bin hier Volunteer im Bereich der Medien. Ich bin der Nick, ich bin auch Volunteer im Bereich Presse und darf unter anderem den Hannes betreuen. Ja, sehr gut, genau. So sind wir uns nämlich über den Weg gelaufen. Man trifft sich immer wieder. Die zwei haben auch eine spezielle Verbindung zu Stuttgart. Ingrid, zeig doch mal, was du sogar dabei hast hier. Ja. Ich war auch schon in Stuttgart 2019 als Volunteer beim Hannes im Team. Ja. Und habe jetzt dieses Mal sogar die Flasche dabei. Okay. Nick, ich war auch in Stuttgart dabei. Ich habe damals die Medaillen übergeben dürfen, was natürlich auch eine große Ehre war, neben den Sportlern zu stehen und die tollen, leuchtenden Medaillen zu übergeben. Ja. Das war verrückt, wirklich, bei unserer Heim-WM in Stuttgart damals. Das war immer noch einzigartig. Gab es, glaube ich, Genau. Da nochmal einen speziellen Gruß an Bernd Kussmaul, der das mit seiner Firma möglich gemacht hat, auch aus dem Remstal bei Stuttgart. Die haben sich da ganz viel Gedanken gemacht. Das war wirklich eine einzigartige Sache, worüber die Sportler auch immer noch bis heute reden. Ja. Ja, das ist verrückt. Okay. Du kommst auch aus dem schwäbischen Verbandsgebiet. Ja. Genau, wir haben uns hier getroffen. Und erzählt doch mal, was ihr speziell hier macht. Ihr habt ja, glaube ich, ähnliche Aufgaben oder in unterschiedlichen Levels. Erzählt doch mal den Leuten zu Hause, was ihr hier genau macht. Darfst du anfangen? Ja, also ich bin im Bereich der Mixed Zone. Das ist da, wo die ganzen Interviews geführt werden mit den Turnern. Da versuche ich so ein bisschen die Journalisten zu sortieren, wie auch den Hannes. Ich wurde auch schon mal ermahnt von der Ingrid, ja. Genau, also ich sortiere die Journalisten, gucke, dass dann alle Turnerinnen und Turner wirklich auch vorbeikommen, dass die Journalisten alle ihre Interviews bekommen. Das macht halt total viel Spaß, weil ich halt sehr nah dran sein kann an den Turnerinnen und Turnern. Okay. Und Nick, du? Genau, ich bin quasi Springer. Ich mache sowohl die Mixed Zone als auch andere Sachen. Mein Highlight war bis jetzt die Fotozone in dem Field of Play, das heißt in der Halle unten die Fotografen zu betreuen und zu leiten, dass die richtig stehen, dass sie die Sportler nicht behindern. Und letztendlich steht man halt 1,5 Meter hinter der Barriere und sieht halt alles und ist ganz nah dran. Verrückt, näher dran geht's nicht. Ja? Näher dran geht's nicht, man sieht die Tränen, man sieht das Lachen, man muss selber mitweinen. Das ist toll. Okay. Und ihr macht das zur Erklärung, ihr seid Volunteers, also das ist ein Ehrenamt. Was bekommt man da? Die warme Mahlzeit. Ja? Die warme Mahlzeit. Ja. Nee, leider keine Bezahlung. Ja? Auch keine Hilfe bei der Organisation von Unterkunft oder so. Aber ich denke, es ist trotzdem allemal das wert, diese Erfahrung mitzumachen. Wir haben es schön gesagt, am Anfang sind unsere Olympischen Spiele auch. Wir haben halt eine andere Erfahrung wie die Sportler. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Genau. Also es gibt ganz arg viel neben dem Materiellen, was es eben da jetzt nicht speziell gibt, so fürs Herz, für diese einzigartigen Erfahrungen, oder? Ja. Deswegen macht man es doch. Ja, genau. Und also, ich finde es auch so toll, halt die ganzen anderen Volunteers zu treffen. Also hier sind Volunteers aus der ganzen Welt dabei. Ja. Es sind immer wieder Leute dabei, die ich von den anderen Events schon kenne. Es ist wie so eine Familie. Die Leute sind auch super motiviert. Also Volunteers kommen ja nicht her, weil sie Geld verdienen, sondern einfach, weil sie aus dem Herzen heraus das machen. Ja. Und das macht einfach so viel Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Genau. Also man nimmt hier ganz arg viel mit. Das kann man auch nach Hause weitergeben. Ja. So eine Veranstaltung, auch Olympische Spiele, funktionieren nicht ohne Volunteers. Ihr seid da das Rückgrat dazu. Ja. Und auch ein NBW-DTB-Pokal zum Beispiel oder eine Turn-WM in Stuttgart. Wir brauchen solche Leute. Und wie ihr es gerade erzählt, das sind eben ganz besondere Erfahrungen, die man da auch mitnimmt. Und eben zwar kein Geld, aber eben was ganz Besonderes. Wer macht, weil wir auch schon mal beim NBW-DTB-Pokal im Presseteam oder im Presseteam nicht. Aber im Volunteer-Team? Ja? Aufbauen habe ich einmal gemacht. Also Aufbauteam, genau. Gut. Also merkt euch den Termin, Ende März. Ja, okay. Wir brauchen immer Volunteers, jetzt mit eurer Erfahrung hier aus Paris. Ihr könnt da dann ja auch mit einbringen. Und dann wünsche ich euch noch ganz arg viel Spaß. Ja, genießt es. Wie lange bleibt ihr? Bis zum Ende? Genau, bis zum Ende. Ich nicht, ich habe noch 3 Tage Basketball und dann gehe ich am 9. Aber Basketball nimmst du auch noch mit? Ja. Das ist hier, da würden viele den Arm abhacken dafür wahrscheinlich. Ich glaub, das wird spannend. Ja, das wird richtig cool. Die Deutschen zu sehen, die Amerikaner natürlich. Ja. Ja. Genau, also die kommen hier in die Arena. Wenn gleiche Arena, gleiches Team. Wenn Turnen fertig ist. Ja. Genau. Okay. Heute Abend wird umgebaut. Ja? 17 Stunden gibt es zum Umbauen. Verrückt. Da muss alles stehen. Ja. Helft ihr da auch mit? Ne, das sind die Profis, die das machen dann, genau. Wird ein neuer Boden auch reingelegt in die Halle. Okay, krass. Also
Vielen Dank euch, ich drücke euch die Daumen, nehmt ganz arg viele Erlebnisse mit. Auch für uns Journalisten ist das immer was ganz Besonderes, so solche Spiele. Wir nehmen auch ganz viele Eindrücke mit und da arbeiten wir auch mal ein Stündchen mehr oder zwei. Also von daher sind wir ab und zu auch ehrenamtlich unterwegs. Und ja, dann sehen wir uns gleich drinnen in der Arena. Genau. Gerne. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ciao.